mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. Heute wieder mit einem Gast, heute mit Paul Hirschmann, den ich vor vielen, vielen Jahren einmal beim Crossgolf kennengelernt habe und dann bei einem Golfturnier, auf das wir nachher noch zu sprechen kommen, wiedergefunden habe, kann man so sagen. Und da bin ich erstmal sehr dankbar, dass Paul heute dabei ist, mit mir über Golf, Crossgolf und alles mögliche andere auch noch spricht. Und Paul, einige werden dich vielleicht kennen, einige werden dich noch nicht kennen. Vielleicht stellst du dich einfach ganz kurz vor, wer du bist, wie du zum Golf gekommen bist und was du mit Golf überhaupt zu tun hast. Und ja, und dann freue ich mich auf ein interessantes Gespräch mit dir. Ja, für die, die mich nicht kennen und für die, die mich kennen, gibt es vielleicht auch noch ein paar neue Infos. Ich bin der Paul, ich spiele jetzt Crossgolf seit, jetzt muss ich überlegen, fast 10 oder mehr als 10 Jahren und mache mit 3 weiteren Freunden noch einen Golfblog. Und das ist so meine intensive Verbindung zum Golfen. Ich bin vom Crossgolfen zum Golfen gekommen. Und zum Crossgolfen bin ich ja einfach so gekommen, dass man sagt, okay, man geht durch. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Genau. Im Wiesdorfer Park und auf einmal stehen da 2, 3 Verrückte und prügeln Bälle durch die Landschaft. Im ersten Augenblick ein bisschen erschreckend. Wenn man denkt, das sind echte Bälle, aber dann war relativ schnell klar, das ist halb so gefährlich und es ist, ja, das war mein Einstieg ins Crossgolf und dann merkt man relativ schnell, Crossgolf bzw. Golf ist dann doch auch ein Sport, ein Lebensgefühl, Spaß und seitdem ein fester Bestandteil in meinem Alltag. Und wie kam das bei dir? Du hast ja gesagt, genau wie bei mir auch, du hast mit dem Crossgolf angefangen und bist dann irgendwann rüber geswitcht zum, wie man sagt, unter Crossgolfern zum Platzgolf, also zum Golf, wie man es auch aus dem Fernsehen kennt. Und wie war da so der Transfer? Wie kam das, dass du dann irgendwann auch die Golfschläger gepackt hast und auf einen, sagen wir mal, echten Golfplatz ausgewichen bist? Ja, das ist relativ, also hat zwei Geschichten eigentlich oder zwei Bestandteile. Ich habe zum einen immer mehr Spaß am Golf bzw. Crossgolf gefunden. Auch wenn da doch ein deutlicher Unterschied ist, ist es doch noch der gleiche Sport. Und der Schwung ist doch fast der gleiche. Können wir nachher vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, was der Unterschied ist. Ich habe Sport und BWL studiert und habe das als BA-Studium gemacht und habe in einem Fitnessstudio gelernt, was unweit von einem der, ja, ich sage jetzt mal, bekanntesten und in meinen Augen auch damals besten Golfplätze in Deutschland ist, von St. Leon Roth. Und habe da natürlich sehr, sehr viel Kontakt zu Golfern gehabt und da auch Patrick kennengelernt, der Teaching Pro in damals in St. Leon Roth war, heute im Golfclub Schloss Montrepos. Und mit dem mache ich ja heute den Golfblog. Und das war so diese Verbindung zum normalen Golf, zum Golf-Fitness. Und irgendwann reizt es dann natürlich auch zu sagen, okay, ja, ich gehe doch mal auf den Platz. Habe ich aber richtig Platzgolf, also die Platzreife habe ich relativ früh gemacht, aber richtig Platzgolf habe ich nicht wirklich oft gespielt, bis kurz bevor wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, jetzt bin ich 2 Jahre auch auf dem Platz unterwegs. Mhm. Ich dachte, dass du schon länger dann auf dem Platz, also Platzgolf quasi spielst und ich dachte, das wäre bei dir dann auch so der Transfer gekommen, dass du halt Crossgolf weitergespielt hast, aber trotzdem recht schnell auf die ondulierten und gepflegten Rasenflächen dieser Welt ausweicht. Aber gut, 2 Jahre ist ja immer noch recht frisch, nur muss man dazu sagen. Nur da, wo ich ohne Mitgliedschaft spielen durfte, da war ich dann. Also dieser Reiz, dann die gepflegten Rasen jedes Wochenende zu bearbeiten, so wie du das gerade ausgedrückt hast, war dann nicht da. Da war dann doch für mich dieses Lebensgefühl Crossgolf doch noch stärker. Und da hat mich dann doch am Wochenende 2, 3 Mal in die Stadt gezogen, in den Park gezogen, bevor es mich auf den Platz gezogen hat.
Aber das hat sich ja bei dir auch richtig ausgezahlt, dass du beim Crossgolf geblieben bist, denn du hast ja nicht nur Crossgolf, quasi nicht nur zum Spaß, nenne ich es mal, gespielt, du hast ja Crossgolf auch ein bisschen weitergeführt, beziehungsweise hast du ja auch Deutschland vertreten als Spieler der Nationalmannschaft. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen. Im letzten Interview war der Mario dabei, der auch schon über die Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und deutsche Meisterschaften uns eingeführt hat. Und vielleicht so aus deiner Warte, Paul, wie kam es überhaupt dazu, dass du Nationalspieler wurdest, wie läuft es so ab und was ist so aus Spielersicht zu beachten, wenn man mit dem Crossgolf starten will und auch so eine Karriere, nenne ich es mal, im Crossgolf, Land Deutschland überhaupt machen möchte? Ja, also für mich, ich habe es jetzt mehrmals so ein bisschen angesprochen, für mich ist Crossgolf und Golf zwar die gleiche Sportart, aber ein unterschiedliches Lebensgefühl. Genau. Der Crossgolfer, also klar, Crossgolf hat sich in den letzten Jahren zu einer Sportart entwickelt, die immer bekannter wird, was auch wirklich toll ist, wo ich mich unglaublich freue, dass diese Sportart so an Bekanntheit gewinnt. Und ich glaube, die hat noch unglaublich viel Potenzial, das sehen wir auch. Aber ich sehe es jetzt nicht in meinem, ich möchte jetzt niemanden bekehren, vom Platz zum Crossgolf zu kommen oder umgekehrt, sondern ich möchte einfach sagen, hier, das ist ein Lebensgefühl, das ist ein Gefühl, da geht es um die Gemeinschaft. Mhm. Also die Crossgolfer sind einfach eine Gemeinschaft. Ich glaube, du hast von Mario gesprochen, du hast von Claudio gesprochen, quer über Deutschland verteilt, man kennt sich einfach. Und das nicht mal mehr quer über Deutschland, sondern quer durch Europa verteilt. Und die Franzosen haben auch eine sehr, sehr starke und große Crossgolf-Community. Und 2013 hat das angefangen, dass man das Ganze mal zusammengebracht hat. War die erste inoffizielle Europameisterschaft, würde ich es mal nennen. Eigentlich kann man es nicht Europameisterschaft nennen, sondern eigentlich eher Ländervergleichskampf. gab es kein großes Drumherum, keine Qualifikationen. Das waren halt wirklich noch die Anfänge. Und dann hat man gesagt, okay, wer ist fit und wer kann in Paris damals, 2013, gegen die Franzosen spielen. War ein phänomenales Turnier. Ich bin da ohne Erwartungen hingefahren, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin da hingefahren, um Spaß zu haben. Und das war, glaube ich, auch dann am Schluss der Auslöser, warum wir vorne mitgespielt haben. Die ersten zwei, ja klar, war da ein bisschen Druck, weil man möchte den Franzosen ja dann doch zeigen, dass man golfen kann. ist ja dann doch noch irgendwo dieser sportliche Ehrgeiz. Ja? Genau. So nach zwei Bahnen dann doch mal morgens noch ein Bier getrunken. Das hat die Franzosen so ein bisschen irritiert, weil ab dem ersten Bier habe ich dann irgendwie besser gespielt. Und tatsächlich habe ich nach meinem ersten Bier in Frankreich ein Hole-in-One geschlagen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, war super. Problem war, Achtung, mein Flightpartner hat das angeblich aufgenommen und macht nach dem Hole-in-One noch den Witz und sagt, ich habe vergessen, Aufnahme zu drücken. Oh nein. Abends hat er rausgefunden, er hat wirklich vergessen, Aufnahme zu drücken. Scheiße. Kann man da nur sagen. Ja, und dann aber tatsächlich habe ich das Turnier in der Einzelwertung gewonnen und das Turnier mit dem Flight und das Turnier dann halt in der Nationenwertung. Und dann ging die Bekanntheit eigentlich relativ stark nach oben. Dann hat es begonnen, dass wir 2014 die Europameisterschaft in Köln hatten, 2015 in London, 2016 in Amsterdam, Prag. 2018 haben wir dann das erste Mal die Weltmeisterschaft gespielt. Und dann wieder Brüssel. Ich habe mich zwischendrin ein bisschen zurückgezogen, beruflich, sportlich bedingt. Aber es hat in den Jahren immer mehr an Professionalität dazu gewonnen. Bei manchen deutlich der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund gerückt. Also bei vielen der sportliche Ehrgeiz nach vorne kommt, verstehe ich. Diese Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgefühl ist trotzdem nach wie vor da. Also man kennt die Jungs aus Polen, man kennt die Jungs aus Ungarn, man kennt die Jungs aus Frankreich. Da sind auch wirklich Freundschaften entstanden. Das ist für mich so dieses Gefühl Crossgolf und So ist dieser Werdegang gewesen. Es lässt sich auch so ein bisschen ausdrücken, oder ich habe mich gerade so überlegt, Crossgolf verbindet.
kann man einfach so sagen. Denn also jeder Golfer kennt es ja, wenn man jetzt Crossgolf weniger kennt, aber wenn, also der ambitionierte Hobbygolfer, wenn er auf den Platz geht, man spielt zwar auch beim Turnier gegeneinander, aber per se spielt man ja immer nur gegen sich. Man muss ja immer nur sich unterbieten, dafür gibt es ja auch das Handicap. Und beim Crossgolf ist es aber trotzdem nochmal ein anderes Flair, meiner Meinung nach. Da ist nochmal ein stärkerer Zusammenhalt. Und ich habe das beim Crossgolf damals immer so erlebt, dass man selbst auch mit den anderen eher mitgefiebert hat, ob sie es hinbekommen, was vielleicht beim Golf, beim einen oder anderen, dann doch zu viel sportlicher Ehrgeiz hat und man sich vielleicht eher ärgert, wenn der andere jetzt den 10-Meter-Putt eingelocht hat. Beim Crossgolf freut man sich, wenn der andere aus 120 Metern irgendwo ans Ziel gedonnert ist und der Ball auch liegen bleibt. Und das ist so der Unterschied, den ich festgestellt habe. Da ist noch ein bisschen mehr beim Crossgolf, ein bisschen mehr Verbundenheit, ein bisschen mehr Freude und Spaß und einfach alles mit so einem Zwinkern im Auge quasi gesehen wird. Mhm. Was beim Platzgolf manchmal ein bisschen auf der Strecke bleibt, aber trotzdem natürlich immer noch gelebt wird. Du hattest ja, das ist das, was wir auch haben. Ne? Also ich sage auch mal, wenn wir zwei auf die Runde gehen mit noch, was wir ja hatten mit Andi und mit Chris, genau. Da wird auch mal ein Spruch. Ne? Dann kommt mal da ein bisschen, wie nennt man, sagt man so schön, Trash-Talk. Und, es muss sein, muss sein. Ja, aber das ist, geh auf den Platz und mach das mal mit Wildfremden. Da bist du aber mal ganz zackig vom Platz unten. Richtig. So, und das ist, und wenn du beim Crossgolfen das nicht hast, dann denkst, dann hast du schon irgendwie das Gefühl, oh, da stimmt was nicht. Ne? Also ich hab unter anderem Mentaltrainer gelernt, habe das aber selbst für mich überhaupt nicht im Griff. Überhaupt nicht. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen. So. Und die Jungs aus Stuttgart, die machen sich da auch schon immer wieder lustig drüber. So, ja, unser Mentaltrainer ist wieder da. So, okay, dann wird dann auch mal geflucht, dann wird dann halt auch mal, dann kommt auf einmal die Flight-Verpflegung vorbei und bringt dir eine Weizenkaltschale vorbei, um das mal freundlich auszudrücken. So. Das gehört halt einfach dazu. Da gehst du dann halt auch feiern bis um 3 und stehst am nächsten Morgen um 10 Uhr an T1. So. Und das ist Crossgolf. Also Crossgolf verbindet, das ist lustig, das ist dieser Trash-Talk, das ist... ja, und das, was eigentlich für mich Golfen ausmacht, der Spaß, die Gemeinschaft und der Sport. Und auf dem Platz wird das in meinen Augen leider viel, viel zu häufig vergessen. Ja. Also für mich geht es für mich darum, auch mal eine gute Runde zu spielen. Gar keine Frage. Aber ich spiele persönlich am besten, wenn ich Spaß habe. Klar, ich muss mich konzentrieren, aber ich spiele am besten, wenn ich Spaß habe, wenn ich lache, wenn ich, wenn ich mal einfach hau, dann kommt halt mal ein dummer Spruch von meinem Flightpartner. Ah, okay, damit kann ich umgehen. Aber so sollte es meiner Meinung nach auch sein, weil man möchte ja nicht, also man ist den ganzen Tag im Normalfall arbeiten, hat genug irgendwelche, ich sag mal, starren Gespräche, die weniger mit Spaß zu tun haben, muss irgendwie verhandeln oder irgendwas. Und dann will man doch wenigstens die 4, teilweise auch mehr Stunden, die man dann auf dem Golfplatz verbringt, einfach mehr mit Freude füllen. Und das ist auch, also da unterschreibe ich sofort, was du gesagt hast, wenn ich eine Runde spiele, die... bei der es um nichts geht, wo es einfach nur um den Spaß geht, spiele ich definitiv besser, weil ich auch viel entspannter bin und der Druck einfach nicht da ist. Und das ist so das, was beim Crossgolf ein bisschen mehr, finde ich, im Fokus steht, was beim normalen Golf oder beim Platzgolf allgemein gesprochen ein bisschen, ja, manchmal in Vergessenheit gerät. Klar, wenn man dann an Leute gerät, die eben dieselbe Einstellung zu dem Sport haben, dann wird es immer lustig, ist aber halt dann nicht bei jedem, ja, Platzgolfer so, dass man dann immer den Spaß auch so im Vorderpunkt hat, weil dann auch welche dabei sind, die einfach besser spielen wollen, die sich profilieren wollen, die einfach da ein bisschen einen anderen Gedanke auch haben und der Spaß vielleicht weniger im Vordergrund steht, wie die sportliche Leistung desjenigen. Ja, ist ja auch okay, um Gottes Willen soll ja jeder für sich spielen, aber ich verstehe ganz gut, dass wenn du vom Crossgolfen zum Golfen kommst und kommst auf den falschen Platz mit den falschen Leuten, dass du relativ schnell die Lust wieder am Golfen verlierst, beziehungsweise umgekehrt. Du denkst, Golfen ist vielleicht doch ganz lustig, ich gehe mal auf den Platz und gerätst an die falschen Leute, dann hast du ganz schnell keine Lust mehr auf das Golfen. Und das ist das, was in meinen Augen halt das Golfen halt einfach alt macht, was das Golfen halt einfach ein bisschen steif macht, ein bisschen, ich sage jetzt mal, elitär. Es gibt halt einfach Plätze, die wollen unter sich bleiben. Das ist klar. Schade. Und du hast vorhin Golf mit Instagram angesprochen. Doch, Golf mit Instagram, ja, so. Ja. Das war für mich so diese Kombination, da waren Leute,
Da ist jeder gleich. Also klar ist da der sportliche Ehrgeiz dabei, aber Hofgut Scheiben hat ja auch einen guten Job gemacht. Die verbinden das ein bisschen, versuchen den ganzen Sport wieder ein bisschen jünger zu machen. Und das ist genau das Gleiche beim Crossgolfen. Ich sehe schon die Aufgabe, irgendwo den Golfsport auch wieder interessant zu machen, ein bisschen jünger zu machen. Das definitiv. Also was ich ja immer wieder sage, und das haben die Hörer bestimmt schon satt, wenn ich es immer sage, aber ich finde, Deutschland hat immer noch das Image vom Golf, der alte, weiße, reiche Mann, der einfach auf dem Golfplatz fährt. Und das ist auch das, wenn man im Bekanntenkreis mit Leuten zu tun hat oder darüber spricht, dass man Golf spielt, dann denken viele, die mit dem Thema noch gar nichts zu tun hatten, oh, der hat viel zu viel Geld, der hat viel zu viel Zeit und ist was Besseres. Und da kann ich immer nur sagen, Golf hat überhaupt nichts mit Einkommen zu tun, überhaupt nichts mit Stand oder irgendwas zu tun, sondern Golf soll einfach Spaß machen. Und das ist genau das, wie du auch gesagt hast, das Image ein bisschen jünger zu machen. Und das sieht man bei sehr vielen Golfclubs eben auch, wenn man immer wieder dort spielt. Ja, das Klientel ist ja meistens leider Gottes der alte, weiße, wohlhabende Mann. Es gibt wenig Jugendarbeit meiner Meinung nach, deswegen ist auch dieses Turnier Golf Meets Instagram für mich ein Turnier, was diese gemeinsame Welt verbindet, Crossgolf und Golf, weil die Golfer, die ich jetzt dort bei dem 2019er Golf mit Instagram Turnier kennengelernt habe, waren alle lustig drauf, haben Spaß gehabt, da ging es weniger um sportlichen Ehrgeiz und ich muss dieses Turnier gewinnen, sondern da hat halt dann einer gewonnen, der gut gespielt hat, aber per se war der Spaß im Vordergrund und das ist das, was Crossgolf oder was Golf vom Crossgolf noch lernen kann. Genau, also das ist auch das, klar gehört der sportliche Ehrgeiz dazu. Also ich finde, man muss immer differenzieren zwischen Spaß auf der Runde und trotzdem ernsthaft Golf spielen und purer Ehrgeiz und Verbissenheit und dann halt der dritten Kategorie, ich gehe auf den Platz und zähle gar nicht erst. Also das sind für mich drei verschiedene Typen. So. Und für mich gehört der sportliche Ehrgeiz, wenn ich einen Sport betreibe, gehört irgendwo dazu. Also ist jedem seine eigene Sache. Ne? Aber für mich, ich möchte schon dann ein gewisses Niveau haben und dann macht es ja auch Spaß. Also es macht ja keinen Spaß, wenn ich alle 5 Meter mein Back wieder abstellen muss und wieder schlagen muss. So. Aber bist du das nicht gewohnt? Doch. Aber ich arbeite hart daran, dass ich mittlerweile nur alle 10 Meter das Back abstelle. Sehr gut, sehr gut. Aber das ist es ja. Also das macht klar, der öfter schlägt, hat mehr vom Spiel, ne? Klar. Ja, hat mehr vom Greenfee, richtig. So sieht's aus. Ich zahle ja auch den ganzen Platz, dann nutze ich ihn auch. Richtig. Jetzt wird es so langsam, müssen wir ein Phrasenschwein aufstellen. Ja, doch, ehrlich. Das wäre auch nicht verkehrt. Ja, weil das, ich finde auch, das, wie du schon gesagt hast, klar, ich will jetzt nicht auf den Platz gehen und sagen, hey, heute ist mir es egal, ob ich 20 Bälle verliere, das definitiv nicht. Aber wenn man da so ein bisschen einfach guckt, dass der Spaß, also für mich ist der Spaß halt wichtig an dem Sport und an dem Spiel allgemein. Wenn da der Spaß am Ende der Runde komplett im Minusbereich war, dann macht es keinen Spaß, das ist klar. Aber wenn man dann trotzdem nur verbissen an die Sache geht, muss man eben schauen, wie man damit zurechtkommt. Und wenn jemand eben sagt, nee, ich muss hier aber heute Paar spielen, sonst ist das Wochenende gelaufen, dann ist das ja eine individuelle Entscheidung und da lässt sich dann wenig dran machen. Leider. Die Leute, die mit Spaß dran gehen, spielen meistens auch besser. Ja, weil sie lockerer sind. Also das ist, ich merke es ja selbst, wenn ich spiele oft freitags mittags, weil ich freitags einen kurzen Tag habe und wenn ich dann stressig von der Arbeit direkt auf dem Golfplatz fahre, mich nicht aufgewärmt habe und noch den halben Tag irgendwo im Büro im Kopf habe, dann spiele ich einfach nicht gut. Wenn da zwischendrin eine Pause ist und man lockerer ist und einfach ein bisschen entspannter und runtergekommen ist, spiele ich persönlich besser. Liegt aber halt daher, dass der Kopf freier ist. Und der Körper folgt dem Kopf in vielen Fällen. Genau. Richtig. Und jetzt haben wir schon recht viel über diverse Themen gesprochen, die sich auch überschnitten haben. Du hattest vorhin noch eine Sache angesprochen, über die ich auf jeden Fall noch sprechen möchte, dass der Patrick und noch 2 andere und du, ihr habt einen gemeinsamen Blog. Der nennt sich dergolfblog.de. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen einführen, was ihr da so macht, wer man da so alles trifft und welche Themenbereiche ihr vielleicht auch dort allgemein abhandelt. Man kann relativ einfach sagen, der Golfblog, da geht es um
alles rund ums Golf und Lifestyle und alles, was wir vermitteln wollen. Der Patrick der Gründer letztendlich, und hat das Ganze ins Leben gerufen, wollte da ja viel Content oder was heißt viel Content erzeugen und einfach auch mal Tipps geben, wie das Golfspiel besser werden kann. Letztendlich ist das Ziel auch das, oder auch ein Ziel, das, was über das, was wir die ganze Zeit sprechen. Einfach auch mal eine andere Seite vom Golfen zeigen. Mhm. Wir haben mit Patrick den Teaching Pro aus dem aktuellen Golfschloss Monrepos oder Golfclub Schloss Monrepos da. Dann den Alex, der ist Teaching Pro in der Schweiz. Das heißt, da haben wir zwei, die also Content, was Golf und den Schwung und Material angeht, erzeugen können. Und da qualmt dir irgendwann der Kopf, also sehr, mhm. sehr, sehr, sehr professionell, aber nie auf einem Niveau, dass du sagst, okay, ich steige jetzt aus. Mhm. Nie total abgehoben und nur für den Profigolfer, sondern tatsächlich auch auf einer, ich sag jetzt mal, auf einer Sprache, die der Laie versteht. Mhm. Dann Golf Fitness, da bin ich dann dementsprechend der Experte, weil ich ja Sport und BWL studiert habe, mich dann auch irgendwann intensiv mit dem Golfschwung und dem Training fürs Golfen darauf konzentriert habe. Da geben wir immer wieder Tipps, Videos, Ernährung auf der Runde, Lifestyle-Geschichten, alles rund ums Golfen eigentlich. Und da auch immer wieder Interviews mit Firmen. Wir haben jetzt zuletzt mit Puma gesprochen, mit Caledonia Putters, die ja auch hier bei uns in der Region ansässig genau. sind. Mit, was mit Trackman, mit den Jungs von Trackman haben wir gesprochen. Also immer wieder einfach auch einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Mhm. Also so allgemein den Einblick einfach in die Golfwelt aus der Sicht, wenn man so will, von zwei PGA-Pros, nenne ich es jetzt einfach mal, die einfach das gelernt haben, ihr Handwerk, und dann einfach auch von deiner Seite her, was Fitness angeht, weil du eben auch da der Fachmann einfach bist über Ernährung, über Körpertraining etc., einfach mehr Bescheid weißt als dann womöglich die beiden, die das zwar mit Sicherheit während der PGA-Ausbildung auch gelernt haben, aber eben schätze ich mal nicht so intensiv und allumfassend wie jetzt du, weil sonst hätten sie ja dasselbe Studium. Genau, und dann haben wir noch Matthias Eschelbach, der sagt immer ganz gern, er stellt die dummen Fragen, sagt er ja selber. wobei es ja keine dummen Fragen gibt, Nein. Aber halt auch, wenn du dann mal im Gespräch bist und dann unterhalten sich zwei Pros, dann rutschen die auch ganz gerne mal auf ein Niveau ab, wo du dann nicht so, stopp, okay, das versteht vielleicht der Amateur nicht, einfach weil du halt voll in deinem Thema bist. Und dann kommt halt Eschel dazu und haut da die entsprechende Frage raus. In dem Fall muss ich einfach jetzt loswerden. Grüße an die drei. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Wir grüßen es auf jeden Fall alle. Und also ich finde, das ist eine bunte, lustige Mischung, denn ihr habt ja dann wirklich aus zwei Ländern, wenn man so möchte, die Sicht des Golftrainers, eine Fitness-Sicht und einfach nochmal die Sicht von Matthias, der sich vielleicht traut, Fragen zu stellen, die sich andere nicht trauen zu stellen. Genau das ist die Kategorie, richtig. Genau, das ist ja definitiv eine sehr, sehr bunte Mischung, wie man da auch einfach das Wissen leicht verdaulich erwerben kann, nenne ich es einfach mal. Und werde ich definitiv in den Shownotes, also eine Beschreibung zu der Folge noch verlinken, dergolfblog.de. Und wenn wir schon bei der Verlinkung sind, natürlich haben die Jungs auch über Instagram und Facebook-Accounts, da werde ich auf jeden Fall auch den Paul noch verlinken, damit ihr da auf up-to-date seid, was auch aktuell im Leben von dergolfblog.de quasi passiert. Nee, vielen Dank für den Einblick. Und jetzt haben wir natürlich dich schon an der Strippe. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wenn du Fitness- und Ernährungsmensch bist, was sind so vielleicht ein, zwei Übungen oder Dinge, die man beachten sollte, bevor, benach oder fürs Training allgemein, was dem Golfer was bringt? Ich sag's, das Schöne ist ja erstmal, dass Golf, wenn du dir die Tour anguckst und wenn du dir die Pros anguckst, das Verständnis für Fitness im Golfen wird immer präsenter, immer wichtiger. Also
Also guck dir die Jungs an, die sehen ja, die haben ja teilweise Oberarme, das ist ja abartig. Oberarme wie ich, Oberschenkel? Hast du jetzt gesagt? nein, ja, so, und es ist halt einfach so dieses, Golf ist halt einfach ein Sport, ja, so, und darf man halt einfach nicht vergessen, dass wenn der Körper fit ist, der Kopf halt auch einfach länger fit ist. So, und wenn du 18 Loch spielst und merkst öfter, okay, du hörst bei 9 Loch auf, Golf zu spielen, dann solltest du halt auch was für deine Ausdauer machen. Und im Großen und Ganzen für den Anfang jede Halterarbeit, Unterarmstütz, stabilisiert halt einfach deine innere Mitte, also dein Core, Kern, deine Körpermitte, ja. Ja, deine Körpermitte. Und wenn die stabiler ist, hast du halt auch einfach die Möglichkeit für einen stabileren Schwung. Und dadurch ist er leichter reproduzierbar. Und Golf ist halt einfach was, wo du ein und dasselbe immer wieder versuchst, gleich zu machen. Also ist so Unterarmstütz eine der Übungen oder allgemein alle Übungen, was die Körpermitte angeht und die Ausdauer, so eine kleine Mini-Empfehlung, was man machen sollte, wenn man einfach merkt, okay, man steigt irgendwo bei einer gewissen Lochanzahl aus und merkt auch vom Körper her, der Schwung lässt vielleicht nach. Also gilt es mehr, die Ausdauer und die Körpermitte zu trainieren, wie jetzt nur den rechten Bizeps oder den linken Bizeps. Für den Anfang definitiv. Für den Anfang definitiv. Und wie gesagt, auf der Golfblog gibt es immer wieder oder gab es immer wieder Tipps, Videos, die kann man sich anschauen. Beweglichkeit ist ein Thema, da haben wir Übungen mit einer Blackroll drin, die man sich anschauen kann. Aber für den Anfang, für jemanden, der sonst nichts macht, würde ich, ja, das wäre das meine Empfehlung. Ja. Perfekt, dann schon mal vielen, vielen Dank für den kleinen Fitness-Einblick, den wir jetzt einfach mal so eingeworfen haben. Nee, macht aber auf jeden Fall Sinn. Also das ist ja das, Golf ist ja, wenn man so will, wie ein Tipp-Kick-Männchen, müsste der Golfer ja auch sein, immer dieselbe Bewegung, dass immer wieder alles reproduzierbar ist und daher ist es ja recht schwierig, wenn man dann irgendwie abdriftet, körperlich wie geistig, dass dann irgendwo diese Reproduktion nicht mehr da ist, weil wir sind eben keine starre Tipp-Kick-Männchen, wir sind halt flexible Menschen, zum Glück aber auch. Ja, genau. Ja, klar. Jetzt haben wir, was haben wir denn noch so? Der Golfblock haben wir angesprochen. Wir haben auch ein bisschen über das Thema Crossgolf gesprochen. Und du hattest vorher noch erwähnt, dass du vor allem Dingen am Anfang deiner Platzgolfzeit weniger die Golfmitgliedschaft fokussiert hast, sondern dann eben auf Plätze gegangen bist, wo die Platzreife allein erlaubt war, beziehungsweise du eben dort spielen durftest. Und jetzt bist du aber Mitglied in einem Golfclub oder bist du immer noch freier Golfer, nenn ich es mal so? Jetzt müsste ich wirklich lügen. Es wäre meine zweite oder dritte Saison gewesen. Dritte eigentlich. Ich habe die letzte Saison komplett gespielt. Die Saison davor habe ich, glaube ich, noch drei, habe ich noch, gerade gegen Ende der Saison noch, bin ich noch eingestiegen, um noch ein Handicap-Turnier spielen zu können. Heißt jetzt eigentlich zwei Jahre knapp, dass ich auf dem Platz bin immer noch Mitglied und werde das auch bleiben. Ich möchte das da jetzt mal nicht missen. Auf einem normalen Platz, auf ganz normal spielen zu können. Auch andere unterschiedliche Plätze. Einfach auch kennenzulernen, ein bisschen rumzukommen und dann nur zu sehen, was so die einzelnen Plätze auch zu bieten haben. Und jetzt hast du es ja schon angesprochen, dass du es nicht missen möchtest, wenn man jetzt den Vergleich zieht zwischen Crossgolf und Golf. Von der Aufteilung her, gehst du gleich viel Crossgolfen wie Golfplatz Runden drehen oder hast du da, wo du sagst, okay, nee, mehr Crossgolf, mehr Platzgolf oder gibt es da gar keine, dass man sagen kann, es wäre 50-50 oder 70-30? Ich würde behaupten, es ist, ich spiele in einem Verein Crossgolf und wir haben offiziell Trainingsgelände bekommen. Die nutzen wir oder wir trainieren einmal. Trainieren ist ein bisschen viel. Wir treffen uns zum Spielen. Einmal in der Woche. Okay. Samstag oder Sonntag in der Regel. Und das sich dann spontan noch abends zu treffen und mal kurz durch die Stadt oder durch den Park zu golfen, ist dann relativ schwer. Dementsprechend geht man dann aber schnell mal kurz für 9 Loch noch auf den Platz.
Okay. Das ist dann schon wieder einfacher. Ne? Also tatsächlich hat es sich in den letzten Monaten ein bisschen so entwickelt, dass ich sage, spontan mal schnell 9 Loch abends gehen. Ich würde behaupten, 60-70% bin ich mir aktuell auf dem Platz, während ich 30-40% dann Crossgolfen gehe. Mhm. Du hast auch schon gesagt, dass du in einem Verein bist. Jetzt musst du natürlich da ein bisschen noch drüber was erzählen. Wie heißt der Verein, wenn man Mitglied werden möchte? Wo findet man den Verein? Was sind so die Aufnahmekriterien? Vielleicht können wir da noch ganz kurz ein bisschen drauf eingehen. Dieser Verein gibt es seit 10 Jahren und das sind die Porngolfer in Walldorf. Der erste Augenblick ist so, was? Porn? Die älteren Menschen sagen, nennen uns auch immer Pornogolfer. Stopp. Das ist ein kleiner Unterschied. Wir rennen jetzt nicht nackt durch die Stadt und spielen Golf. Ich würde sagen, bei beiden geht es ums Einlochen, aber das eine hat mit dem Ball zu tun und das andere verlegen wir auf später. Ja. Genau, wird eher in der Horizontalen getätigt. Richtig. Also für mich, der Verein, also wird jeder über seinen Verein sagen, der Verein, der Crossgolfverein, der das Ganze verkörpert, aber das wird jeder über seinen Crossgolfverein sagen. Das wird Claudio wahrscheinlich genauso über seinen Verein sagen, deswegen. Porn heißt in dem Fall aber eigentlich nichts anderes als Play Over Real Nature. Aber wir provozieren auch ganz gerne. Wir sind ein Verein, der erfolgreich ist. Wir haben bei der letzten Nationalmannschaft, ich glaube, 50% der Nationalspieler gestellt. Der Respekt. Der Verein ist sehr erfolgreich und wir haben kein Nachwuchsproblem. Das ist phänomenal. Wir haben aktuell Aufnahmestopp. Okay. Weil wir müssen das auch alles irgendwo unterkriegen. Wir können nicht mit 20 Leuten irgendwie durch den Park marschieren. Gut, ist ein bisschen weniger geworden zuletzt, aber es kommen immer wieder Leute dazu, über Bekannte, über Freunde, über die verschiedensten Ecken. Aber tatsächlich, die wenigsten kommen vom Golfen, sondern die finden die Gemeinschaft cool, weil sie uns auf irgendwelchen Festen sehen, weil sie uns auf irgendwelchen Straßenfesten an der Bar kennengelernt haben oder weil sie von unseren Erfolgen gehört haben. Und dann findet man bei Facebook ein offizielles Training, geht da mal hin oder geht mit einem Freund hin oder schreibt einen von uns an. Und ja, dann kriegt man einen Schläger von uns, klar. Vorher Bescheid sagen, hey, ich habe nichts, dann gibt es einen Schläger von uns, den entsprechenden Ball. Diese Almost-Bälle, die wiegen ja gerade mal 13,5 Gramm, damit kriegst du auch nichts kaputt. Genau. Und dann wird trainiert. Also jeder oder die wenigsten von uns hatten schon richtig Golfunterricht, sondern das ist alles einfach nur aus den Erfahrungen, die Vorgänger gemacht haben. Entstanden. So, hey, pass auf, stell dich so hin, ich habe das so gelernt, bei mir funktioniert das so besser und dann hast du halt den einen, der hat das ein bisschen schneller drauf und der andere ein bisschen langsamer, aber darum geht es nicht. Es geht darum, Spaß zu haben, es wird gelacht und die merken dann relativ schnell genau das, was wir vorhin gesagt haben, wenn du schlecht spielst, kriegst du halt auch ein paar mehr Sprüche, aber trotzdem auch genauso viel Hilfe von deinen Mannschaftskollegen, von deinen Vereinskollegen. Ist halt dann der Trash-Talk nochmal ein bisschen anderer, aber trotzdem hält man ja als Gemeinschaft immer zusammen, was da ja auch so ein bisschen das Wichtigste an sich ist. Jetzt haben wir gelernt. Genau, der sportliche Ehrgeiz ist da. Wir veranstalten Turniere, wir machen Charity-Turniere für einen guten Zweck. Wir haben, eigentlich wäre dieses Jahr auch die Europameisterschaft Quali in Walldorf gewesen. Wir kriegen, die Stadt unterstützt uns da wirklich, muss man wirklich sagen. Walldorf hat einen Badesee und mit einem angegliederten Schwimmbad. Mhm. Solange das zu hat, kriegen wir dieses Gelände als Trainingsgelände. Da dürfen wir spielen. Aber das heißt, die Stadt, vor allen Dingen, wenn es dann irgendwo in Richtung Herbst, Winter geht, wenn das ganze Areal zu hat für die normalen Badebesucher oder sowas, dann könnt ihr quasi dorthin gehen und spielt einfach so, wie ihr wollt.
Genau. Okay, weil da haben wir zwei Regeln, wir dürfen nicht ins Becken. Aber der Rest ist, dürfen wir rein, vorher anmelden, anrufen, genauso wie das Schulgelände, hey, wir würden gerne auf dem Schulgelände spielen, alles klar, spielen, fertig. Das erinnert mich ein bisschen an die Folge, die letzte Woche rauskam mit Mario. Und er hat ja auch gesagt gehabt, dass sie einen Crossgolfplatz auf so einen Müllberg, der mal zugeschüttet wurde, überwuchert ist und sowas reingefräst haben, damit man da einfach so einen Crossgolfplatz hat. Also das heißt, ihr gestaltet euch dann dort auch die Bahnen selbst. Das heißt, ihr mäht vielleicht auch mal oder stellt einfach Ziele auf oder nutzt ihr die natürlichen Gegebenheiten so, wie sie gerade aktuell zur Verfügung stehen. Den Luxus, den Mario hat, den haben wir leider nicht. Wir haben kein abgesperrtes Gelände, sondern wir ändern auch nichts, sondern wir schauen uns das an und sagen, okay, heute spielen wir hier vor, da steht ein Mülleimer. Mülleimer muss getroffen werden. Wenn in den Mülleimer rein, gibt es einen Schlagabzug. Mhm. Okay, da vorne wissen wir genau, hinter der Hütte, da steht ein Hydrant, der Hydrant muss getroffen werden, solche Geschichten machen wir. Und da ist halt das Glück, wir haben die unterschiedlichsten Untergründe. Ne? Also, so hat an manchen Tagen, wenn die das Schwimmbad zumachen, mähen sie oft nochmal, hast du das Gefühl, du stehst auf einem Golfplatz, ein wunderschönes Fairway. Mhm. Wenn du dann aber weitergehst, dann stehst du auf einmal mitten in einem Schulgelände, wo nicht ansatzweise Rasen ist. Aber schlagt ihr dann von kleinen, kleinen Matten ab, die ihr dann unter den Ball legt oder dann wirklich wie er liegt? Wir haben uns mittlerweile dran gewöhnt oder da bei den meisten Turnieren nur beim Abschlag diese kleinen Matten erlaubt sind, nutzen wir auch nur beim Abschlag diese kleinen Matten. Einfach auch, ja, um das Ganze ein bisschen turnierähnlicher zu machen. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Beim Golfen kommst du unter den Ball. Mhm. Beim normalen Platzgolf, wenn du Rasen spielst. Der Platzgolfer, der zum Crossgolfen kommt, muss sich da erstmal umgewöhnen. Das ist ein anderer Schwung. Du kannst nicht so unter den Ball kommen, wenn du auf der Straße spielst. Was hört sich jetzt an? Ich bin ja Straßengolfer. Also du kannst schon unter den Ball kommen, plus müsstest du halt dann pro Schlag wahrscheinlich einen Schläger dabei haben, weil halt der Schaft bricht. Richtig. Also ich spiele oft auch Crossgolf nur mit ein oder zwei Schlägern. Unter anderem die 8. Du erkennst die eingefräste 8 nicht mehr. Also weil du einfach den Schläger so oft über den Boden ziehst, dass das halt irgendwann weggeht. Ich würde aber auch nie, spiel Edelmetall-Schläger, ich würde nie meine Edelmetall-Schläger mit auf die Straße nehmen und da mal kurz über den Beton ziehen. Nee, das sollte man vielleicht in dem Moment auch noch sagen. Also beim Crosscourse sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt die gefitteten Schläger benutzen. Du, deine Edelmetall, ich meine Mizuno, die würde ich tatsächlich nicht mal auf dem Golfplatz großartig von irgendeiner Asphaltfläche schlagen. Auch wenn der Ball dort liegt, dann nehme ich lieber den Strafschlag in Kauf, falls eh nicht Erleichterung da wäre. Also da ist so meine Erfahrung noch von meiner aktiveren Crossgolfzeit, dass man dann schon eher darauf achtet, dass es dann Schläger sind, die jetzt nicht unbedingt auch nach jeder Runde geputzt werden müssen und gepflegt werden müssen und wie auch immer, sondern vielleicht dann doch eher der eBay-Satz oder der gebrauchte Schläger vom Golfpro vor Ort oder wie auch immer. Denn sowas kann halt auch mal gröbere Gebrauchsspuren davon tragen. Ja. Und du hast gesagt, du spielst mit zwei Schlägern meistens. Einmal die 8 hast du gesagt. Und was wäre der andere? 8, wenn ich nur mit einem Schläger losgehe. Und ansonsten habe ich eine 6 und eine 9 oder eine 7 und ein P dabei. Ich finde das auch wiederum faszinierend, wie so jeder auch beim Crosskopf, wenn man nur einen Schläger dabei hat, unterschiedliche hat. Ich hatte immer 6er Eisen früher. Ja, gibt's auch. Also das ist ja auch der Tipp von den meisten. Das ist wirklich vollkommen richtig, 6 oder 7, sagen die meisten, wenn du anfängst, nimm eine 6 oder eine 7 mit. Ich bin relativ, was meine Abschläge oder was meine Schläge angeht, relativ lang. Dementsprechend hat da meine 8 eigentlich immer ganz gut gepasst. Mhm. Und dann habe ich lieber für die Chips oder so dann doch nochmal einen Winkel, um den Ball ein bisschen weiter nach oben zu fliegen.
Also halt hat jeder seinen Fokus, sage ich jetzt mal, wo man halt einfach dann merkt, okay, da komme ich besser mit klar. Mir ist es auch damals aufgefallen, je nach Location macht mancher Schläger mehr Sinn. Wir haben bei uns, wo ich jetzt herkomme, da haben wir oft an einem ganz normalen See gespielt, der eben Rasenfläche außenrum hat mit recht vielen Bäumen. Und da war für mich immer die 6 so der einfachste Schläger, um mal so ein, ich will jetzt nicht Stinger sagen, aber einen sehr flach geschlagenen Ball, der trotzdem noch Länge macht. Da wäre ich jetzt beim Achtereisen wahrscheinlich eher in den Bäumen hängen geblieben mit dem Almost-Ball oder auch mit dem richtigen Ball. Hätte er gar nicht so das hinbekommen. Aber jeder so, wie er es eben möchte. Das ist ja das Schöne dran. Man kann da komplett individuell und frei entscheiden, was man überhaupt mitnimmt. Also wenn man jetzt nur mit dem Hybrid unterwegs sein möchte, ja, so what, bitte. Hauptsache es macht Spaß. Ja, also muss man richtig, also viele haben ja auch am Anfang gar nicht die Wahl. Also, sagen wir mal ganz ehrlich, du kommst irgendwo hin, weißt nicht, ist Crossgolf was für mich, merkst, hey, das macht riesig Spaß, aber ich würde jemand, der zum Crossgolf kommt, würde ich nie sagen, kauf dir erstmal einen Satz Schläger. Nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Guck mal, was du kriegst, hier hast du eine 6 von mir, dann musst du halt mit dem 6er Eisen spielen, um Gottes Willen, also fertig. Hat ja gar nicht die andere Wahl und wenn er dann halt weiterspielt, dann kriegt er halt mal einen anderen Schläger in die Hand gedrückt. Ist halt so. Ich habe schon erlebt, dass Leute und gerade die Platzgolfer sich dann viel zu viel Gedanken machen beim Crossgolfen. Boah, jetzt muss ich den Schläger nehmen, jetzt muss ich den Schläger nehmen. Ja, nimm doch einfach irgendeinen und schlag. Ja, das ist halt der Unterschied. Also bei mir war es auch so, als ich angefangen hatte, mich näher mit den Schläger zu beschäftigen, bevor ich meinen allerersten und einzigen Schläger dann gekauft hatte, hatte ich mich erst informiert, für was, wohin, wie, auch was. Und dazu muss man auch sagen, in der Zeit, das war ja dann auch so deine Zeit, also so vor 10, 11 Jahren irgendwann, als es angefangen hat oder noch ein bisschen länger sogar, gab es ja auch so viele Informationsplattformen jetzt wie heutzutage, gab es ja gar nicht. Es gab das Crossgolf-Portal, ich denke, das wird dir genauso noch was sagen wie allen, die schon damals aktiv waren, was leider Gottes nicht mehr existiert. Und der Rest war ja mehr, genauso wie du es gesagt hast, man trifft jemanden, der sagt, hier hast du mal was, nimm's. Und irgendwann kommt halt der eBay-Schläger dazu, dann hier ein bisschen was. Und dann habe ich es ja genauso umgedreht, genauso gemacht. Schläger brauche ich nicht, okay, da hast du, gib mir einen 10er und gut ist. Und so wechselt ja auch das, die Schlägerauswahl ein bisschen ab. Aber trotzdem, ist immer wieder faszinierend, einfach mal zu hören und zu sehen, wie dann jeder auch mit dem Schlag zurechtkommt. Und wenn ich mir überlege, das habe ich, glaube ich, mal irgendwo gelesen oder gehört, Seve, also Ballesteros, hat auch am Anfang mit einem Dreiereisen am Strand angefangen zu spielen. Und für ihn war das Dreiereisen der Schläger seiner Wahl, wenn er nicht wusste, was er machen sollte, weil das war als von Kind auf gewohnt. Das heißt, auch heutzutage spiele ich lieber mit meinem Fünfer- oder Sechser-Eisen, wie zum Beispiel mit meinem Achtereisen, weil für mich das gewohnter ist und ich eher weiß, was der Ball treibt. Aber das liegt vielleicht auch an der Erfahrung mit einem Schläger. Aber daher ist es einfach auch da, ausprobieren, spielen, gucken, was passiert. Und wie du schon gesagt hast, einfach mal draufhauen und einfach gucken, wo er hingeht. Und dann weiß man beim nächsten Schlag, hätte ich einen anderen Schläger nehmen können oder auch nicht. Also ich lasse mir das gefallen beim Platzgolf. Beim Platzgolf geht es um ganz andere Längen. Da geht es um eine ganz andere, also klar, Crossgolf geht es um Präzision. Da geht es auch um taktisches Spiel, wenn man dann auf einem hohen Niveau spielt. Gar keine Frage. Aber beim Platz der Crossgolfball, der fliegt ja mal nur ein Drittel so weit. Dementsprechend genau. Sind diese Abstände zwischen einem Eisen 5 und einem Eisen 6 oder einem Eisen 7 und einem Eisen 8 sind nicht so groß wie jetzt beim Platzgolf. Vielleicht, da muss ich noch ganz kurz einwerfen, für alle, die jetzt mit dem Almost-Golfball noch gar nichts anfangen können. Ich werde in den Shownotes noch die Folge verlinken über den Almost-Golfball, damit ihr auch wisst, was es genau ist, was es für ein Ball ist und warum der überhaupt nur so wenig weit fliegt und wieso auch für jeden, der auch Indoor mal trainieren möchte, egal ob in Corona-Zeit oder im Winter, der Almost-Golfball einfach ein Ball ist, den man sich genauer betrachten sollte. Das nur für alle, die den Almost-Golfball noch nicht kennen. Wie gesagt, in den Shownotes findet ihr den Link. Ja, also der hat hier gerade mal 13,5 Gramm, ne? So, während der echte Ball 16 Gramm hat. So, und dann fliegt der halt auch nur mal ein Drittel so weit. Und sobald du halt dann auch, ich sage jetzt mal, in meinen Augen, ein Driver wird bei so einem Ball überhaupt keinen Sinn machen, nee, weil das halt nicht. Und das Ding verformt sich. Also das macht da keinen Sinn mehr. So, und aber wenn du jetzt halt mal beim echten
bei einem echten Eisen zwischen einem Eisen 8 und einem Eisen 7, sag ich mal, 10, 15 Meter hast, ja, naja, dann fliegt ja beim Crossgolf der Ball nur ein Drittel so weit, dann hast du halt auf einmal nur noch anstatt 10 Meter Unterschied, 3 Meter Unterschied. Und das macht so, dann irgendwo... Das macht dann den Bock nicht mehr fett. Ne? Deswegen sage ich, nimm verdammt nochmal einen Schläger, stell dich hin, schlag und guck, was passiert. Du spielst hier nicht auf einem Niveau, wo es um Zentimeter ankommt, sondern dass der Ball halt mal gerade fliegt. Und dass er halt auch dann so fliegt, wie man es vielleicht möchte, dass er halt in die Richtung wenigstens geht und danach kommt er erst die Feinheiten. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, was so die Regeln beim Crossgolf angeht. Wir haben es auch in der letzten Folge schon gehört und ich habe auch schon öfters mal drüber gesprochen, aber wie macht ihr das jetzt direkt bei den Porngolfern? Sagt ihr, Ziel muss getroffen werden oder eine Schlägerlänge oder habt ihr da irgendwo auch gewisse Hausregeln, die vielleicht abweichen von einem gewissen möglicherweise Standard? Es gibt ja einen Grundstandard, muss man da ehrlich sagen. Und die werden bei jedem Turnier trotzdem nochmal ein kleines bisschen anders ausgelegt, leider. Aber finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm, weil es geht auch immer um die Begebenheiten, die du vorfindest. Also wenn du jetzt vorhin von Mario sprichst, wir haben ein Turnier gespielt in Wittenberg. Hui, habe ich keine guten Erinnerungen dran. Okay. Das ist wie die zweiten neun beim Hofgut Scheibenhardt. Mit denen habe ich noch eine Rechnung offen. Ja, die klären wir noch. So ist genauso mit Wittenberg. Ja. Also da haben wir quer durch Wittenberg gespielt. Und Wittenberg ist eine Altstadt. Ne? Und da hieß es spielen, wo er liegt. Da darfst du überhaupt nicht rauslegen. Ich lag bei einem Loch lag ich in einer Eisdiele, dann muss ich aus der Eisdiele rausspielen, ja. So, gibt's Turniere, da darfst du um eine Grifflänge verlegen, es gibt Turniere, da darfst du um eine Schlägerlänge verlegen, je nachdem, wie die Begebenheiten halt einfach sind. Bei uns, klar, es ist Training und wenn er in einem Loch liegt, legst du ihn raus. Mhm. Ansonsten spielen, wie er liegt und treffen. Okay. Also wird vorher ausgemacht, was getroffen werden muss, aber definitiv treffen oder wenn es ein Mülleimer oder irgendeine Öffnung ist, rein. Aber rein heißt minus eins oder rein heißt getroffen? Unterschiedlich, wird vorher ausgemacht. Also wenn wir merken, hey, heute ist ein Tag, holla die Waldfee, heute läuft was bei einigen, dann müssen wir es halt auch einfach mal interessanter machen und dann ist halt auch verpflichtend rein. Ja. Ist aber spannend, weil dann wird es ja erst richtig spannend, wenn der Ball neben dem Mülleimer liegt und man quasi Flopshot, Phil Mickelson-mäßig, 5 Meter hoch, 1 Meter weit schlagen muss, um überhaupt eine Chance zu haben. Du wirst es gibt teilweise ein Niveau, da werden Trickshots ausgepackt, da stehst du nur noch da und denkst dir, holla die Waldfee. Also ich glaube, das wird ein Platzgolfer nicht besser hinkriegen. Da sind Leute dabei, die waren noch nicht auf dem Platz. Die stellen sich aber hin und spielen dir in Gläser. Also wir hatten während Corona die große Challenge, immer wieder Trickshots zu zeigen. Und da hast du gesehen, dass halt einfach beim Crossgolf andere Ziele sind. Wie halt auch mal, was hatten wir, so ein aufblasbares Zebra, was in der Luft hängt. Das wirst du nicht finden auf dem Platz. Nee. Ein Ziel, was in der also ist das wieder ein bisschen anderes Golf. Und die verrückteste Challenge, und versuch mal in ein Nutella-Glas zu spielen. In meinen Augen fast unmöglich. Diese Öffnung, das funktioniert nicht. Die ist ja kleiner als ein Golfloch. Also für jeden Platzgolfer Nutella-Glas, wenn man es jetzt nicht so im Kopf hat, die Öffnung ist ja, ich würde mal sagen, die Hälfte von einem Golfloch, die ist ja gerade mal ein bisschen größer als der Golfball per se. So, und das war so die große Challenge. Ne? Also da merkst du, da ist dann schon, also da ist schon ein Niveau da, spielerisch. Mhm. Ist aber auch schon irgendwo verrückt, wenn man dann sowas als Ziel hat, weil dann kannst du ja quasi das Hole in One, kannst du schaffen, aber du kannst auch die 20 spielen, wenn man so will. Genau. Oder du hörst halt irgendwann auf, weil es keinen Bock mehr macht und ja. Ja, das ist auch die neue Regel, also das heißt neue, die ist, so hat sich halt auch Crossgolf entwickelt, es gab dann irgendwann ein Maximum. Ne? Also okay, wir spielen bis 10, wenn du mit 10 nicht triffst, musst du 11 schreiben. Genau. Aber,
Aber finde ich vollkommen in Ordnung, weil wie gesagt, gerade bei solchen Zielen wie das Nutella-Glas oder auch so vergleichbare Ziele, da ist es ja auch dann wirklich irgendwann ja sinnlos, eine halbe Stunde lang es zu versuchen, es klappt nicht, man muss ja auch weitergehen und irgendwann will man ja auch die Runde fertig haben, ab einem gewissen Punkt. Ja. Ist deswegen wunderbar. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz so auf meinen Zettel, was ich noch so alles vielleicht vergessen habe. Also was wir auf jeden Fall machen, ist in den Shownotes noch einmal der golfblog.de verlinken, natürlich dein Instagram-Profil, genauso wie Facebook-Profil. Und gibt es ansonsten noch irgendwas, was auf jeden Fall jeder Hörer verlinkt haben sollte oder beziehungsweise draufklicken sollte, wo du sagst, da muss man gesehen haben, wenn man das Interview gehört hat mit dir? Ich glaube, wir haben jetzt einiges abgearbeitet. Ich möchte nochmal vielleicht eins klarstellen. Es heißt, nur weil ich sage, beim Crossgolfen macht das Material nichts aus. Das ist nicht ganz richtig. Also ein passender Schläger sollte es schon sein. Wir haben jetzt aber halt, es gibt wenige, die eine extra Länge haben müssen, also einen extra großen Schläger. So wie die meisten Leute den reichen Durchschnittsschläger. Wenn man dann aber richtig Spaß haben möchte, und das sage ich jedem, der vom Crossgolfen zum Golfen wechselt und da wirklich Gefallen dran findet, der sollte sich irgendwann dann doch mit einem passenden Material auseinandersetzen. Das einfach nur, um hier zu sagen, hier, das ist nicht, Material macht nichts aus, im Gegenteil, Material macht sehr, sehr viel aus. Aber beim Crossgolf ist das ein kleines bisschen zu vernachlässigen. Das ist ganz klar, wie du schon gesagt hast. Also ich habe verlängerte Schläger. Auf dem normalen Golfplatz habe ich fast einen Inch länger und habe auch eine Anpassung unten am Lee und alles Mögliche. Aber das ist ja jetzt für den Standard-Crossgolf-Schläger nicht unbedingt notwendig, da ein gefittetes Material zu haben. Man sollte vielleicht nicht unbedingt als Linkshänder einen Rechtshänderschläger benutzen. Das wird ein bisschen lustig und kompliziert. Für alle anderen macht es Spaß, für einen selbst vielleicht nicht, aber jetzt per se reicht es ja erstmal, wenn man ein bisschen einsteigt, guckt, was gibt es auf dem Markt und dann kann man ja dann nach und nach immer gucken und wenn dann der Umstieg kommt, dann kann man immer noch schauen, okay, wen gibt es, wo kann man sich fitten lassen, wo kann man auch dann entsprechendes Equipment, was auf den eigenen Schwung und die Körpergröße bzw. die Körpermaße, nennen wir es mal lieber so, abgestimmt ist, da nochmal drauf eingehen. Ja, genau, also wie gesagt, ich habe die Erfahrung mit Edelmetall gemacht, du mit Mizuno, das macht schon einiges aus. Was ansonsten noch zu sagen ist, ist einfach, schaut immer mal wieder gerne bei den Porngolfern Facebook oder Instagram vorbei, bei mir. Ihr müsst das Gefühl Crossgolf in meinen Augen einfach erleben. Das ist wahr, ja. Ist ein verrückter Haufen, es hat die Leute, die sagen, Crossgolf oder Golf, das ist, wie hast du vorhin gesagt, der Sport des reichen weißen Mannes. Alt. Alt, genau. Geht, also wir haben bei uns im Verein alles durchgemischt, vom Rentner über den Grafiker, über den Arzt, über den Maschinenbauer, über den Fließbandarbeiter, Kfz-ler, wir haben alles kreuz und quer von 70 bis 18. Das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, wie man das nach außen hin denkt. Ist eine verrückte Truppe, feiern können sie, lachen können sie und wer das erleben will, muss sich halt einfach mal so ein Turnier angucken. Wenn der Ice-Tea Cup in Walldorf stattfindet, ein Paradebeispiel dafür, weil David viel gefeiert und trotzdem ernsthaft Crossgolf bzw. Golf gespielt. Dann werde ich das auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Gibt es da eine eigene Seite vom Ice Tea Cup oder wird es dann einfach bei der Porngolfer? Steht leider aufgrund der aktuellen Situation noch nicht fest, ob er stattfindet. Wir sind wirklich täglich, fast täglich im Austausch mit der Stadt, die aktuell noch sagt, wir dürfen nicht. Okay. Sobald wir dürfen, wird das veröffentlicht. Also wir müssen die Schublade aufmachen, die Planung ist da, das Merchandise ist da, die Bälle sind da, der Bahnenplan ist da, die Getränkebestellung ist fertig, wir müssen eigentlich nur auf den Knopf drücken und loslegen und das machen wir, sobald wir das Golf von der Stadt. Und es wäre dann quasi ein Crossgolf-Turnier, was für alle offen ist, auch in Walldorf und
mehr Infos, ob es stattfindet oder nicht, wird man dann wahrscheinlich entweder bei Facebook bei den Porngolfern finden oder auf der Webseite von den Porngolfern, die auf jeden Fall verlinkt wird. Und wer da vielleicht auch nochmal aktuelle News haben möchte, ich gehe doch mal davon aus, dass man das dann auch irgendwo über die Kanäle dann sehr aktuell erfährt. Es wird entweder, also wird, wenn es Turnier stattfindet, für alle offen und also kann ich nur empfehlen, ich habe ein paar Turniere, Cross-Golf-Turniere mitgespielt und ich habe nur gute Erfahrungen. Ich glaube, ich habe sogar einmal den Ice Tea Cup mitgespielt gehabt, wenn ich mich recht erinnere. Und es macht unglaublich viel Spaß. Und dieses Gefühl, dass man beim Cross-Golfen einfach mitbekommt, wie auch die ganze Szene agiert und wie man auch untereinander, eben wie gesagt mit Trash-Talk, aber trotzdem ernst, man kann zusammen lachen, man kann zusammen feiern, man kann zusammen heulen, ist einfach ein ganz anderer Zusammenhalt, wie man das womöglich von den normalen Platz-Golf-Runden kennt. Und daher kann ich es definitiv nur empfehlen, guckt, welche Cross-Golf-Gruppen auch bei euch in der Nähe sind, welche Cross-Golf-Gruppe vielleicht auch irgendwo bei dir in der Nähe ein Turnier veranstaltet, geht mal hin, schaut es euch an und normalerweise, beziehungsweise so ist meine Erfahrung, jeder Cross-Golfer, der einen anderen irgendwie näher bringen kann, das Cross-Golf näher bringen kann, ist auch froh darum, dass man es mal zeigen kann, was Cross-Golf überhaupt ist. Super, ja genau und wie gesagt, auch für Platzgolfer spaßig und der Golfblock hat tatsächlich auch immer wieder Besucher aus dem Crossgolf. Also das ist, ist ganz nett. Also auf unseren Seiten, das geht, da geht es rund ums Golfen und da zählt natürlich auch Crossgolf dazu. Aber ich glaube, wir haben das im Großen und Ganzen jetzt echt gut, glaube ich, präsentiert, um was es uns eigentlich geht. Ne? Das denke ich doch auch. Das war einfach, bei der golfblog.de findet man alles, was zum Thema Golf passt. Genau. Kann man so grob sagen, genau. Paul, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Vielen, vielen Dank für das Interview und für den intensiven Einblick, was der Golfblock ist, was du so treibst, wie du überhaupt zum Golfen auch gekommen bist und allgemein zum Thema Crossgolf. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Runde, die wir auch gemeinsam drehen werden. Und nochmals, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du heute im Podcast dabei warst. Ich danke dir. Sehr gerne. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flight-Partnern, gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.